Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Kannst du mir helfen, Gott besser zu verstehen? Du bist doch als Mönch und Priester Profi auf diesem Weg. So sagte mir kürzlich eine Bekannte. Nein, das bin ich nicht. Ich suche genauso, ich frage genauso, ich leide manchmal genauso unter der Abwesenheit Gottes, unter der scheinbaren Abwesenheit. Und ich bin manchmal genauso wie jeder andere erfüllt von der Gegenwart Gottes. All diese Gefühlslagen machen unser Leben schließlich aus. Aber Gott wirklich zu verstehen oder wenigstens besser kennenzulernen, dafür brauchen wir nur in die Bibel gucken. Denn Jesus sagt uns, wie es gehen kann. Ich habe es euch verkündet und habe euch gelehrt. Dieses Wort, das an die Jünger erging, das gilt auch uns heute. Jesus hat uns alles verkündet und gelehrt, was wir brauchen, um Gott auf die Spur zu kommen, um seine Spuren in unserem Leben erkennen zu können. Natürlich gibt es auch in meinem Leben die Momente, wo ich diese Spur aus den Augen verloren habe. Doch wenn ich das befolge, was Jesus gelehrt hat, was er verkündet hat, dann darf ich garantiert sein, dass ich wieder auf die Spur komme. Und es ist schön, auch andere Menschen auf die Spur Jesus hinzuweisen, damit auch sie in ihrem Leben erkennen können, was Jesus verkündet und gelehrt hat. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir dürfen dich kennenlernen und erfahren, was du verkündet und gelehrt hast durch deinen Sohn. Gib uns die Kraft, das Evangelium so zu lesen, dass wir verstehen, was du von uns willst und es in unserem Leben auch tun. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.